Meine Hauptfragen sind krebskranke Frau. Und ich möchte das Geld nicht für weniger als 20.000 Dollar kaufen. Entscheidung. Heinz am Bett seiner Frau. Heinz, ich habe Angst zu sterben. Nein, du brauchst keine Angst haben. Wir schaffen das schon. Wir finden eine Lösung. Von den Ärzten. Sehr geehrte Frau Stulz, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass die Diagnose nicht positiv verlaufen ist. Sie sind leider an einer schweren Krebskrankheit erkrankt. Ein Apotheker hat neulich ein Medikament für Ihre Krebskrankheit entwickelt. Gehen Sie doch mal zu ihm und fragen ihn nach diesem Medikament. Auf. Ding Dong! Guten Morgen. Morgen! Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Für meine Frau. Welches meinen Sie da denn genau? Meine Frau ist krebskrank. Ich weiß auch nicht, das soll neu sein. Ah, meinen Sie vielleicht das Mentaloni? Genau, das meine ich. Und wie teuer ist denn das? Das kostet 20.000 Dollar. So viel? Ja! Aber so viel Geld habe ich nicht. Auch raten oder dass Sie mir das vielleicht billiger verkaufen. Meine Frau liegt im Sterben. Wenn ich das Medikament nicht habe, stirbt sie. Nein, ich habe da lange für gebraucht, dieses Medikament zu entwickeln. Ich will diese 20.000 Dollar dafür haben. Gibt es da keine Möglichkeit? Nein. Das Geld von Verwandten aufzutreiben. Hallo, Tante Erna. Hallo, Heinz. Wie geht's dir denn? Alles ganz gut. Und dir? Mir geht's ganz schlecht. Darum rufe ich auch an. Worum geht's denn? Meine Frau, die Lisbeth, die liegt im Sterben. Und wenn wir das Medikament nicht kaufen, dann stirbt sie. Oh, wie kann ich dir helfen? Ich bräuchte vielleicht ein bisschen Geld, weil, wie du weißt, haben wir nicht so viel. Und das Medikament kostet 20.000 Euro. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was leihen oder zuspenden? Oh, es tut mir leid, Heinz. Ich hab selber nicht so viel. Kein Stück? Nee, nix. Okay. Tut mir leid. Macht nichts. Tschüss. Tschüss. Hier ist mal Tante Hildegard. Hallo, hier ist Maria. Hallo, Maria. Hier ist Heinz. Hi, wie geht's dir? Nicht so gut. Warum nicht? Was ist los? Meine Frau, die Hilde Lisbeth, die ist ganz krank. Was hat die denn? Krebs. Und es, gibt, nur ein Apotheker hat ein Medikament herausgefunden für Krebs. Und das kostet aber 20.000 Euro. So viel? Ja, und das Geld habe ich nicht. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was borgen? Das sieht schwierig, aber ich kann mir 5.000 Euro, mehr kann ich dir nicht leihen. Aber das ist wirklich nett von dir. Das finde ich ja toll. Kannst du mir das Geld doch vorbeibringen? Ja, soll ich jetzt sofort vorbeikommen? Ja, das wäre nett. Ja, dann bis gleich. Jo. Tschüssi. Tschüssi. Hallo. Hallo, Petra. Hier ist Heinz. Hi, Heinz. Wie geht's dir? Ja, nicht so gut. Ja, ich weiß. Tante Erna hat mich schon angerufen. Ich kann dir auch noch ein Teil leihen. Echt? Ja, klar. Dankeschön, das ist echt nett von dir. Ja, es geht ja auch um die Gesundheit deiner Frau. Ja, dann bring es mal bald vorbei, ne? Mach ich nachher. Gut, danke. Bitte. Tschüss. Nicht, was er machen soll. Das ist wenig Geld. Nein, ich habe zu wenig Geld. Und klau das Medikament. Egal was kommt, ich schaff das schon. Hauptsache sie lebt. Hat den Entschluss gefasst, das Medikament zu stehlen.
Seine Frau liegt nichtsahnd im Bett, als Heinz hereinkommt. Heinz? Ja? Ich bin's, Lisbeth. Was hast du da? Medikament für dich. Woher? Aus der Apotheke. Das wird dir helfen. Du wirst ruckzuck wieder gesund. Das ist schön. Ich reich's dir mal an. Okay. Yum, yum. Oh! Sie wird alles wieder gut. Doch, ich habe keine Brille auf. Wie vermessen du ihn was? Bitte. Ist doch selbstverständlich. Fingerabdrücke in der Apotheke gefunden. Welche Apotheke denn? Die in der Bahnhofstraße. Geben Sie es zu, die sind von Ihnen. Nee, ganz sicher nicht. Heinz! Sind Sie sicher? Was hast du gemacht? Pass doch auf. Pass doch nicht so gut wie ich. Ist das Ihre Frau? Ja. Krebskranke? Ja. Es wurde nämlich genau das Medikament gestohlen. Heinz, was hast du getan? Wir müssen sie mitnehmen. Nee! Es gibt zu viele Indizien dafür. Ich hab's nur für dich getan. Oh nein!